Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Hohohoho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Baby Eierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme. Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau. Eiscreme. An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Saurier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Saurier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorsch, Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, Schorsch, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau.
Genau so. Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar. Die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Juhi! Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. Schorsch, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauch ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Babyeierleicht. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich hab da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Hohoho, natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Hohoho, ich mag Zelten. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Burg Wetterstein. Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Peppa, Schorsch, wir fahren heute zur Burg Wetterstein. Was soll denn das sein, Papa? Das ist eine Burg auf einem hohen Hügel. Schorsch mag Burgen gern. Burg Wetterstein klingt wie eine öde Sache für Jungs. Nein, Peppa, bestimmt nicht.
Man hat eine herrliche Aussicht von da oben. Man sieht sogar das Haus von Oma und Opa Wutz. Ui, dann nix wie los. Ich lese die Karte und Mama Wutz fährt. Meinst du wirklich, Papa Wutz? Wir verfahren uns dann doch nur und du wirst bestimmt grantig. Wir werden uns nicht verfahren und ich werde nicht grantig. Burg Wetterstein, wir kommen! Sind wir endlich mal da? Nicht ganz. Oh. Wollen wir vielleicht was spielen? Ja, bitte. Wir spielen, ich sehe was. Meinetwegen. Ich fang an. Papa Wutz sucht sich heimlich etwas aus und die anderen raten, was es ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat die Farbe rot. Rot? Mein Kleid, das ist rot. Nein, das meine ich nicht. Das Auto. Das stimmt. Unser Auto. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Das blaue Hemd von Schorsch. Nein. Ist es etwas im Auto? Nein. Soll ich? Ja. Der Himmel, der blaue Himmel. Gewonnen. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Ich weiß genau, wo wir sind. Nur, dass diese Straße anders aussieht als auf der Karte hier. Oh, Papa Wutz, verfahren. Ach was, verfahren. Und wie finden wir den Weg zur Burg Wetterstein? Gleich hab ich's, Moment. Ich hab's, wir fragen Oma und Opa. Ach, wozu denn Oma und Opa? Ich find das, und wenn's den ganzen Tag dauert. Aber der Tag ist bald vorbei. Hallo, hier Opa Wutz. Was gibt's? Opa Wutz, wir haben uns auf dem Weg zur Burg Wetterstein verfahren. Hohoho, liest Papa Wutz zufällig die Karte? Ja, Papa Wutz liest die Karte. Und gerade ist er ein kleines bisschen grantig. Ich bin nicht grantig. Am einfachsten ist es, wenn ihr der Hauptstraße folgt, bis ihr dann endlich die Burg auf dem Hügel seht. Danke, Opa Wutz. Wir folgen der Straße und halten nach der Burg Ausschau. Sag ich doch. Schaut, ist das die Burg? Ja, das ist Burg Wetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Hurra! Peppa und ihre Familie haben Burg Wetterstein erreicht. Boah, ist die aber hoch. Wir gehen rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Boah, was für eine Aussicht. Mami, ist das Oma und Opas Haus? Ja, genau. Es ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Darf ich zuerst reinsehen? Und dann ist Schorsch an der Reihe. Boah. Durch das Fernglas sieht alles viel größer aus. Ich sehe Oma und Opa. Guck, Schorsch. Oma Wutz. Opa Wutz. Schorsch winkt Oma und Opa Wutz. Dummer Schorsch. Oma und Opa Wutz sind viel zu weit weg, um dich zu erkennen. Ich hab's. Wir rufen an. Hallo? Opa Wutz, wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Winkt uns mal. Oma und Opa Wutz winken uns. Ich mag Burg Wetterstein.